Ja, in diesem Video geht es um Fluorid aus Wölsendorf und Deutschland allgemein. Hier seht ihr in der Übersicht eine Karte vom Wölsendorfer Flussspatrevier, so wie es halt zur damaligen Zeit aktiv war. Ja, viel Spaß beim Video. Sehr verehrte Freunde der Mineralien, hallo Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße euch zu einem weiteren Video hier bei Matrix Minerals TV. In diesem Video habe ich für euch jetzt vorbereitet Fluoridstufen aus Deutschland. Ja, die Zeiten sind auch irgendwie vorbei. Es gibt halt nicht wirklich noch aktive Fundstellen, egal. Ich glaube, die letzte, die jetzt noch im Erzgebirge aktiv war, die haben sie auch schon wieder zugemacht. Ja. Die Stufen, die hier liegen, die stammen so gut wie fast alle aus dem Wölsendorfer Flussspatrevier, also Oberpfalz, Bayern. Da kommen diese Stücke her, allerdings von verschiedenen Bergwerken. Und ja, wie ihr wisst, das Oberpfälzer Flussspatrevier war ja mal weltberühmt mit den ganzen verschiedenen Fundstellen. Und ja, leider Gottes gibt es außer ein paar Ruinen dort nichts mehr zu finden. Auch die Halden sind verräumt, die Schächte sind zu betoniert, also man kann schlecht irgendwo irgendwas machen. Das ist alles eingeebnet, also man findet eigentlich gar nichts mehr. Wenn man nicht genau weiß, wenn man in der Gegend da im Wald ein bisschen rumkriecht, kann man dann einen oder anderen Einsturztrichter noch finden, wo man auch ein bisschen sogar sammeln kann, aber es ist im Großen und Ganzen sehr schwierig und man muss sich da echt auskennen in dem Gebiet, wo welche Mine ist und so weiter. Also da gibt es ja so eine Übersichtskarte, Wölsendorfer Flussspatrevier, und ja, da wisst ihr dann, wo das her ist. Ich nehme jetzt mal euch die Stücke auf, so im Einzelnen. Es ist ein Stück dabei, das ist vom Erzgebirge, das ist diese Stufe. Das ist eine vom Erzgebirge. Ansonsten alle anderen sind aus dem Wölsendorfer Revier, wie gesagt, von verschiedenen Fundstellen. Ich fange jetzt einfach mal hier an mit dieser hübschen grünen Fluoridstufe hier. Ja, also in Wölsendorf war ja der Fluorid je nach Fundstelle sehr unterschiedlich. Es gibt ja die Gruben, oder es gab die Gruben, da gab es hauptsächlich grüne Fluoride, wie zum Beispiel in der Grube Cecilia. Da war eher so der grüne Fluorid immer zu finden und da gab es sowas. Also das sind die typischen Stufen von der Cäcilia, hier ein Stück. Das Auffallende, und das ist auch so ein Markenzeichen für das Wölsendorfer Flussspatrevier, das ist einfach dieser rote Granit, der hinten dran ist. Also das will ich nur mal sagen, wenn einer so eine Stufe zu Hause hat, wo so ein rötlicher Granit als Matrix ist, das ist immer Wölsendorf und nicht Erzgebirge. Weil den roten Granit gibt es in Erzgebirge nicht. Habe ich mir sagen lassen. Also hier ein Stück von der Cäcilia, grüne Fluoridwürfel. Und wie zu sehen ist, perfektes Sammlerstück. Dann gab es
damals in den 80er Jahren, wo die Grube Hermine noch aktiv war, sowas. Das war die Zeit, da waren wir immer dort und haben da rumgekloppt auf den Halden. Und da war das Bergwerk noch in Betrieb. Und ja, auch da ist der Flussbad überwiegend grün. Und das ist jetzt so ein Stück mit den typischen treppigen Fluriten. So treppig sind die aufgebaut. Das waren die Stücke, wie sie in den 80er Jahren gefunden wurden, damals in der Grube Hermine. Also wenn einer so ein Stück hat, mit diesem treppigen Aufbau, da kann ich euch sagen, das kann eigentlich nur von der Grube Hermine stammen. Also rein informativ. Ja, also, das ist eine Stufe von der Hermine mit treppigen Flutrittwürfeln, so 80er Jahre Fund ungefähr. Dann gehen wir mal zu dem hier. Wie schon zu sehen ist, dunkle Würfel und zwar mit roter Oberfläche. Und das ist jetzt wieder so ein Indiz für eine ganz bestimmte Grube, und zwar die Grube Johannesschacht. Also die Grube Johannesschacht und Marienschacht, die beiden Gruben, liegen quasi in der Nachbarschaft, relativ nah beieinander, aber hauptsächlich gab es diese Stücke hier mit diesem ja, gelblichen Honigspat eigentlich, aber außen ist dann so eine rötliche Schicht noch drauf, also mit Hämatit. Das ist aber nicht irgendwie Oxid, das ist also wirklich so eine Beschichtung auf dem Kristall und die ist fest, also da kann man nichts irgendwie abwaschen oder so. Also wie zu sehen ist, das ist eigentlich ein Honigspat. Also wenn man es mal genau nimmt. Die Matrix ist ein gelber Fluorid, also ein Honigspat, und die Würfel sind so rötlich, dann äußerlich noch überwachsen. Und hier, das sind so typische Ätzungen, auch wieder rekristallisiert, also ganz typisch eigentlich. Das ist für Wölsendorf, da gibt's das öfter. Aber das ist jetzt einfach, wie gesagt, Oberbegriff. Sage ich einfach einmal, Honigspat vom Johannesschacht, der allerdings ein bisschen rötlich ist. Aber das sind so Stücke, die habe ich schon ewig und drei Tage. Also da kann man so schnell auch keiner was erzählen über diese Fundstellen. Das, was ich weiß, das weiß ich, und ich komme ja hier aus der Ecke, ich weiß genau, was gab's wo. So, das war ja übrigens auch der Anfang meiner Mineralienleidenschaft, die Mineralien aus Wölsendorf. Damit habe ich angefangen. Vor über 50 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Also Zeit vergeht unglaublich. Ja, hier ein Stück nochmals mit gelben Fluoritwürfeln. Auch vom Marienschacht, beziehungsweise, doch, das ist Marienschacht und nicht Johannesschacht, weil da sind die gelben Würfel gelb, sage ich einfach mal. Und der Flussbad ist in der Regel nicht grün, sondern so dunkelviolett, teilweise sogar schwarz. Und das ist wieder so ein Indiz für die Fundstellen Johannesschacht bzw. Marienschacht. Und das ist ja wirklich so, die Minen sind relativ nah beieinander. Also die waren unterirdisch auch verbunden. Die haben im Johannesschacht gefördert und haben es aus dem Marienschacht rausgeholt. Also das ist im Prinzip ein Bergwerk, wenn man es genau nimmt. Das ist ja ein Gangsystem unterirdisch. Nur zwei verschiedene Förderanlagen oder Türme, wo die Leute
nach unten gefahren sind. Fahrschächte. Ja, wie gesagt, hier ein typisches Stück aus dem Wölsendorfer Revier. Die Gelben gibt es nur dort am Johannesschacht und am Marienschacht, sonst nirgends. Das krasse Gegenteil ist jetzt das hier. Das ist jetzt zum Beispiel eine Stufe von der Grube Max. Und die Grube Max, ja, Flussspat gab es schon, aber nicht so viel. Die haben zwar angefangen auch mit dem Flussspatbergbau, aber das hat sich irgendwie auf die Dauer dann nicht gerechnet. Die haben dann wieder aufgehört und haben dann mit Bleimineralien, da gab es anscheinend Bleivorkommen. Und die Grube Max ist bekannt für diese ganzen Sachen, wie zum Beispiel Pyromorphit. Alles, was halt mit Blei zu tun hat und Sekundärmineralien aus dem Bereich Blei, da war die Grube Max interessant. Da gab es auch schöne Zinkblende von der Max. Und wenn es Fluorid gab, dann gab es nur diesen hellen, also mit diesen hellen Würfeln und mit etwas Quarz oftmals vergesellschaftet. Also eigentlich so unscheinbar, wenn man das mal so anschaut. Ist aber eine absolute Rarität, weil die Max gab nicht viel her. Also an Kristallen, an Fluorid war die Max eher ein bisschen sparsam. Das war nicht so unbedingt so häufig zu finden. Ja, und hier nochmals ein Stück von der Max. Und das ist auch im Prinzip nichts anderes. Mit hellen, ja fast transparenten, durchsichtigen Fluoridwürfeln. Und solche Stücke sind eigentlich rar für die Max oder allgemein für Wölsendorfer Revier. Weil das gab es ja nur auf der Max. So muss man das sagen. Also man findet in keiner anderen Grube in dem Wölsendorfer Bereich solche Fluoride hier. So helle Würfel mit diesen quarzigen Matrix, bisschen so zerfressen. Das ist für das Wölsendorfer Revier eigentlich fast ein bisschen untypisch. Aber es gehört halt mit dazu und deswegen ist es halt auch das Wölsendorfer Revier. Und in dem Fall hier ein Stück mit schönen, transparenten, kleineren Fluoridkristallen. Von der Grube Max. Das sind die einzigen zwei, die ich von der Max anbieten kann. Dann gibt es sowas. Und das zählt schon ein bisschen so mit zu den exklusiveren Fundstellen in Wölsendorf, weil das ist die Grube Erika. Und die Grube Erika hat auch wieder ihre Merkmale. Das ist einfach so bei diesen Wölsendorfer Mineralien. Man kann von jedem Stück schon anhand von der Stufe sagen, wo das herkommt. Weil hier ist zum Beispiel ein wunderschöner Dolomit drauf kristallisiert. Und das war so ein Markenzeichen für die Erika. Und außerdem diese roten, kleinen, glitzernden Krusten, die da drauf sind. Ja, das ist also auch wieder, wie gesagt, typisch Erika. Und Grube Erika, das befindet sich im Wölsendorfer Revier, in der Nähe von Stullen, so heißt das, diese Ortschaft. Das ist nicht direkt in Wölsendorf, aber es gehört mit dazu. Also schaut euch das an, das ist einfach der Unterschied. Also das ist natürlich schon eine Hausnummer hier, weil solche Stücke, ja, die kriegt man nicht so leicht, sage ich euch gleich. Das sind Raritäten und schaut euch mal die Qualität an hier. Grube Erika. Und ich will dazu sagen, ich zeige euch ja hier auf dem Tisch nur mal ein paar Stücke, so als Anschauungsobjekt.
Die ein oder andere Stücke, Stück, das eine oder andere Stück kann ich ja anbieten zum Verkauf. Aber es sind Stücke, die habe ich jetzt gar nicht hergestellt, die habe ich in der Sammlung drin stehen, eine ganze Schrank voll, und da müsst ihr euch halt einmal das Video angucken mit den Wölsendorfer Mineralien. Da ist schon eins online, Leute. Da schaut euch mal bitte das Video an. Da gibt es extra Video für Wölsendorfer Mineralien. Den ganzen Schrank voll habe ich euch aufgenommen. Ist bereits online bei Matrix Minerals TV. Und wer Interesse hat, der soll sich melden. Weil ich mir überlegt habe, ich werde jetzt langsam das ganze Zeug alles verkaufen. Das heißt also, wenn einer was will, der soll sich mal melden. Und ja, man lebt nicht ewig. Und der Jüngste bin ich auch nicht mehr. In diesem Sinne biete ich das einfach an. Schaut euch bitte das Video an für die Wölsendorfer, in der Wölsendorfer Vitrine. Da könnt ihr euch mal einen Eindruck vermitteln. So, es geht jetzt gleich weiter mit den großen Stücken da in der Ecke. Und ja. Ja, wie gesagt, es geht jetzt weiter mit den paar größeren Teilen hier in von Wölsendorf mit drei Stücken von ja, größeren Objekten, sage ich einfach mal so. Und da fangen wir mal einmal an mit dieser hübschen Platte hier. So Leute, das ist jetzt eine ganz, ganz, ganz typische Stufe eben aus dem Wölsendorfer Revier. Und das ist also typisch Johannesschacht bzw. Marienschacht. Das ist ja im Prinzip das Gleiche, wenn man es mal so nimmt. Schaut euch mal das an. Das war damals so, da gab es keine Stufen mit markanten Würfeln, mit einzelnen freistehenden Würfeln, wie es bei anderen Fundstellen im Fluorit gibt. Da gab es nur Spalten, und diese Spalten waren ausgefüllt mit diesen paketierten Kristallflächen. Das sind im Prinzip alles hier so Treppen und so Kristallflächen, die hier so paketiert sind. Im Untergrund sieht man durch das Sonnenlicht jetzt, dass die Kristalle hellgelb sind. Also das ist wieder so eine Überwachsung ist das. Das Dunkle, das ist auf jeden Fall interessant. Also das ist eine typische Stufe, wie gesagt, wie sie in den 70er Jahren gefunden wurde. Das ist schon ein uraltes Teil hier. Da haben die Minen noch fleißig gearbeitet, wie sie alle heißen, Marienschacht, Johannesschacht, etc. Grube Erika, Grube Cecilia, Hermine, Helene gab es auch noch. Ach, da gab es noch viel mehr. Grube Heißer Stein, um Gottes Willen, eine der besten Fundstellen überhaupt. Aber da sind die Stücke unbezahlbar. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Fundstellen da in Wölsendorfer Revier. Und da, wie gesagt, kann ich euch das, was jetzt hier auf dem Tisch liegt, hier, diese Stücke, die kann ich euch alle anbieten. Also die könnt ihr theoretisch jetzt einzeln kaufen, egal welches Stück. Alle diese Stücke, die hier auf dem Tisch liegen, können einzeln erworben werden. Die anderen Stücke, die in der Sammlung stehen, wie gerade schon erwähnt, das ist so eine Geschichte, das kann ich nicht einzeln verkaufen, weil es nichts bringt. Weil da kommen bloß wieder die Rosinenpicker. Muss ich einfach mal so sagen. Jeder pickt sich das Beste raus. Und das bringt nichts, Leute. So. Schaut euch mal das an.
Honig spart. Aus der Grube Marienschacht. Und Honigspat ist der begehrteste Fluorid überhaupt aus dem Wölsendorfer Revier, weil er eben einfach immer schön so gelb ist und in der Regel schöne Würfel hat. Das ist immer auch so der Grund, warum der so begehrt ist, weil die Würfel in der Regel bei diesen Honigspatstufen immer so schön markant aufgebaut sind. Ja, also schaut euch mal das an hier. Das ist Honigspat aus dem Marienschacht. Ich meine, solche Stücke, die kosten schon was, Leute. Also ich sag's mal so, da muss man schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ich meine, es gibt ja nichts mehr von dem Zeug. Sind ja Raritäten. Auf der Rückseite ist noch ein bisschen grüner Fluorid drauf und ein bisschen Quarz mit kleinen Fluoridkristallen. Ja, das ist ein Honigspat vom Marienschacht, Leute. Tolles Stück, kann ich nur sagen, hervorragendes Teil. So, dann haben wir noch so einen größeren Kandidaten hier. So, und zwar sind wir jetzt wieder in der Grube Hermine. Und die Grube Hermine hatte ja zur damaligen Zeit diese treppigen Fluoride gefördert, wie gerade schon gezeigt. Und zwischendrin gab es mal solche Platten mit so angedeuteten Würfeln, die auch mehr so aus vielen, vielen, vielen Einzelkristallen aufgebaut sind. Also auch so treppige Struktur. Das Grün, das ging von hellgrün bis dunkelgrün. Und es ist auch so ein Markenzeichen. Da war es auch immer so, oder meistens bei den Stücken von Hermine, ist eine Seite immer ein bisschen so überkrustet mit so feinen, glitzernden kleinen Quarzen. Ja, das ist halt typisch Grube Hermine, grüner Fluorid als Matrix und der rote Granit hinten drauf. Und das Stück ist unten abgesägt, das heißt also, man kann es schön auf die abgesägte Stelle hier, kann man das so herstellen und dann steht das Ding da. So, das ist die Stufe von der Hermine und ich habe jetzt noch ein Stück hier auf dem Tisch liegen, dieses Stück. Und bei dem Stück fällt gleich eins auf, es ist optisch etwas anders einfach. Es ist eine Stufe aus dem Erzgebirge. Grube Bergmännisch Glück. Also auch hier gibt es den gelben Honigspat, der aber an den Oberflächen violett eingefärbt ist. Also sowas in der Art habe ich in Wölsendorf noch nicht gesehen. Muss ich gleich sagen, also das ist ein bisschen auffällig. Wölsendorf habe ich das noch nicht gesehen. Auch diese zerklüfteten Würfel und dann wieder ja so ausgepressen und ja. Okay, es gibt in Wölsendorf viele Sachen, die ich zwar gesehen habe, aber selbst nicht habe. Also
so perimorphosenartige Strukturen gibt es in Wölsendorf genug. Also, und das ist auch so was Ähnliches. Weil der Würfel ja innen ausgehöhlt ist. Und die andere auch hier unten. Also das ist jetzt einfach so ein Stück, wie gesagt, bergmännisch Glück. Aus dem Erzgebirge, Leute, eine Stufe, die habe ich mal mir besorgt und die kann auch weg, also wenn einer was das Ding haben will. Und ganz kurzer Hinweis, und das sieht man an dieser Stufe ziemlich gut, wo ist hier ein roter Granit? Das, was hier zu sehen ist, ist Schiefer. Und das ist genau das, was der Unterschied, was den Unterschied ausmacht von den Fundstellen in Erzgebirge, weil da ist überwiegend der Schiefer, so Gneis-Schiefermatrix, das Grundgestein. Und ich habe mich da mit jemandem unterhalten, der hat mir das ein bisschen so erklärt. Und er meinte, daran kann man das einfach immer erkennen an der Matrix. Ja, wie gesagt, das ist jetzt eine Stufe bergmännisch Glück. Das habe ich auch von einem Sammler aus dem Erzgebirge mir direkt damals gekauft. Deswegen ist es auch authentisch. Und ich will noch mal kurz erwähnen, ich habe bei Matrix Minerals TV ein Video online, Sammlung Mineralien aus Wölsendorf. Wer also Interesse hat, der sollte sich das Video mal im Genauen oder im Detail mal ein bisschen besser anschauen. Und alle diese Stücke, was in dem Video zu sehen sind, in der Vitrine drin stehen, die sind alle komplett abzugeben. Completo, tutti completo. Nicht einzeln. Ja. So, das soll es jetzt gewesen sein mit diesem Fluorid-Video Deutschland. Ja, abonniert den Kanal, unten rechts auf den Button klicken, falls noch nicht getan, und ein Liken kostet auch nichts, wenn euch das Video gefallen hat. In diesem Sinne, Leute, danke für eure Interesse, danke fürs Zuschauen. Und ja, es geht weiter, es gibt immer wieder was Neues hier bei MMTV, sage ich jetzt mal, und bleibt einfach dran. Und ich würde sagen, bis demnächst hier im Kanal Matrix Minerals TV.